Hallo, Servus und Grüß Gott, liebe Klemperfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei Martins Klemperwelt. Heute präsentiere ich euch von Blue Brixx eine amerikanische Maske von 1967. In dem Karton, den ich so schön auspacke, sind ca. 22 Tüten, 4 Reifen, 4 Felgen, eine Basisblade aus 8x8 Noppen, sowie 2 Basisblades aus 8x16 und 2 Scheiben, jeweils 2 Noppen breit, 4 Noppen hoch und 10 Noppen lang. Wie ihr sicherlich bereits aus meiner Sammlung erkannt habt, handelt es sich hierbei um den Shelby GT500E, auch Eleanor genannt, aus dem Film Nur noch 60 Sekunden mit Nicolas Cage aus dem Jahr 2000. Falls euch dieser Film interessieren sollte, könnt ihr ihn natürlich gerne auch mal anschauen. Ich finde den Film klasse, kann ich nur empfehlen. Dieses Modell hatte einen getunten Cobra Jet 7 Liter V8 Motor, der es auf 246 kW, sprich 355 PS brachte. Alleine das Basismodell hatte 239 kW, sprich 325 PS und kostete rund $119.000. Lieferbar waren diese Modelle ausschließlich als Fastback Coupés. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Replikaten des Eleanor genannten Shelby GT500 entschloss sich das amerikanische Unternehmen Unique Performance, dieses Modell auf Basis gebrauchter Ford Mustang Fastbacks in Kleinserie zu bauen. Dieses Projekt wurde von Carroll Shelby persönlich unterstützt und so tragen diese Modelle offiziell die Bezeichnung Shelby GT500E, wobei das E für Eleanor steht. So, liebe Klemperfreunde, nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und drückt auf die Glocke, um keine weiteren Videos von mir zu verpassen. Bis dann!
Thank you.